Liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik hier aus Castrop-Rauxel. Wir möchten euch heute ein neues oder ein recht neues Verladesystem vorstellen von der Firma Vitec. Wir sind Einbaupartner und Vertriebspartner für die Firma Vitec und das haben wir einmal hier in der Morelo Heckgarage verbaut und das sieht so aus. Ja, viele von euch würden jetzt sagen, ist uns alles schon bekannt, haben wir schon mehrfach auch auf den Messen gesehen oder auch beim Nachbarn, wie auch immer. Allerdings hat dieses System eine Besonderheit. Diese Besonderheit liegt darin, dass ich hier die Möglichkeit habe, und zwar die gesamte Geschichte hier komplett einmal quer zu verschieben. Dadurch eröffnen sich mir hier im Prinzip ganz neue Möglichkeiten, den noch freien Raum zu nutzen, sei es für eine Kühlbox, sei es für ein Schlauchboot oder sei es für ein Vorzelt oder was immer man auch noch zusätzlich mitnehmen möchte. In den normalen Fällen ist es so, dass hier ein ganz normaler, steif verbauter Fahrradträger, Rollerträger, Regalsystem verbaut ist, der sich eigentlich nicht in irgendeiner Form verschieben lässt. Und dann habe ich eben halt nur noch die Möglichkeit, links und rechts irgendwas dahin zu stopfen, Stühle oder was weiß ich auch immer. Und dann wird es auch dementsprechend eng und schwer, solche Sachen immer wieder aus der Heckgarage zu entnehmen oder halt zu beladen. Wie gesagt, dieses System bietet mir ganz neue Möglichkeiten. Von der Handhabung her ist diese Sache wirklich perfekt gelöst. Deshalb ist es für uns hier auch das perfekte Verladesystem für die Wohnmobil-Heckgarage. Jetzt haben wir hier eine etwas größere Heckgarage, wenn es eine etwas kleinere, kompakte ist, ist also auch überhaupt kein Problem. Man vergrößert oder man kann den Platz eben halt optimal nutzen durch diese gesamte Querverschiebung, die man hier vornimmt. Wir haben hier bei dem Fahrzeug auch ein Regalsystem verbaut. Hier unten kann ich also einfach reingreifen, löse im Prinzip die Arretierung und kann dann auch das Regalsystem komplett rausziehen. Das Regalsystem kann ich bis zu 150 Kilogramm belasten, hat ein Eigengewicht von 40 Kilo. Das Fahrradträgersystem hat ein Eigengewicht von 20 Kilo und kann ich belasten bis 70 Kilo. Das eignet sich also auch für die recht massiven, schweren E-Bikes. Der Vorteil dabei ist natürlich, ich habe die auch dann schön sauber verstaut in der Heckgarage. Das sind ja meistens immer recht teure Fahrräder, diese E-Bikes. Und wenn wir das teilweise auch sehen hier, dass die Kunden diese Fahrräder hinten am Fahrzeug transportieren, draußen transportieren, an dem Fahrradträger. Und jetzt auch vor einigen Tagen erst haben wir miterfahren, dass ein Bekannter von uns, dass da das Fahrrad hinten geklaut worden ist. Dem kann man natürlich vorbeugen, wenn man ein solches Regalsystem hat oder ein Fahrradträgersystem hat, was hinten in der Heckgarage verstaut ist, das sieht keiner. Man kann auch während der Fahrt die Ladung vornehmen, auch dafür die Ladevorrichtung bieten wir also auch an, das können wir auch verbauen. Das ist also auch überhaupt kein Problem. Ja, zurück nochmal zu diesem Regalsystem, das ist also standardmäßig auf diese Euroboxen aufgebaut. Da gibt es verschiedene Größen, sei es kleine, flache, große, hohe, alle möglichen. Wichtig ist das Euroboxmaß, das ist also hier immer gleich. Hier haben wir noch mal ein doppeltes Induktionskochfeld integriert. Das ist noch nicht ganz fertig. Das ist noch im Ausbau, das Ganze. Hier soll also künftig auch eine entsprechende Außenküche entstehen mit Melaniengeschirr und so weiter, dass ich eben halt von außen im Prinzip mein gesamtes Kochequipment, sage ich mal, und Essequipment dabei habe und brauche nicht immer wieder ins Fahrzeug zu gehen. Aber das ist noch eine Sache, die ist jetzt noch in der Planung, das ist also noch nicht fertiggestellt. Da wird es noch mal ein separates Video zu geben, wenn diese Geschichte komplett fertig ist, die dann aufbauend auf diesem Regalsystem basiert. Ja, wenn ich das Regalsystem hier wieder ganz normal reinschiebe, ist alles komplett auf ebenen Kugellager gebaut, habe ich hier, wenn ich das zurückgeschoben habe, einfach diese kleinen Rädchen mit diesen Silikoneinlagen, wo ich das hier mit wenigen Handgriffen festmachen, arretieren kann, und das ist dann auch wirklich bombenfest, wackelt dann und
hier nichts mehr. Das ist wirklich sehr, sehr massiv, das Ganze. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Fahrradträger hier. Ja? Mit diesen beiden Flügelmuttern auf beiden Seiten kann ich den fixieren und dann ist das auch bombenfest. Ja, zu diesem System gibt es auch noch einen Rollerträger, wo wir auch ein bzw. zwei hier haben, dass wir Ihnen das demonstrieren können. Wir können dann hier zwei Roller in die Heckgarage reinfahren. Wir haben es noch probiert mit einem 125 Kubik Roller und einem 50 Kubik Roller, passt also, spielt in diese Heckgarage rein, aber auch nur dank dieser Querverschiebung. Da werden wir noch ein separates Video zu drehen, da wird dann ein Teil 2 geben. Das ist jetzt der erste Teil von diesem Vitex-System, was wir vorstellen möchten. Und dann wird es einen zweiten Teil geben, wo dann zwei Motorroller hier in die Heckgarage reingefahren werden, in Verbindung mit der Querverschiebung und hier auch dann fest arretiert werden. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, abonniert unseren Kanal. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Es werden noch viele, viele interessante Videos von uns folgen. In dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.